Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster. Und genau, liebe Freunde, wir waren letztes Mal hier in diesem Safe-Raum angekommen, haben uns mal entschlackt vom Inventar her und haben zwei Dolche zur Verteidigung, das ist gut. Haben hier diesen Treibstoffkanister gefunden. Enthält noch einen Rest Kerosin, genau. Und für dieses Kerosin brauchen wir, wenn wir Zombies endgültig erledigen wollen. Und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt draußen noch ein Kraut gesehen. Das werde ich noch kurz in die Kiste packen. Beziehungsweise, oder soll ich das mitnehmen? Wartet mal, wo brauchen wir denn nochmal den, ja, da liegt noch das Kraut. Aber... Hä? Wartet mal, wie sind wir denn da... Wie sind wir denn da reingekommen? Ah, okay, wir können den kleinen Schlüssel mitnehmen. Wir können das Kraut mitnehmen, weil den kleinen Schlüssel werden wir da vorne brauchen. Grünes Kraut, okay. Aber ich bin in der Hoffnung, bald ein rotes zu finden. Und, der Türgriff sieht so aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Hä? Okay. Sieht so aus, als würde er auseinanderfallen? Was zur Hölle? Ja, okay. Gut, gehen wir einfach mal zurück. Ich würde jetzt gerne den kleinen Schlüssel einfach mal benutzen. Nicht, dass wir da irgendwann nicht mehr durchkommen. Das wäre mies. Das wäre echt mies jetzt. So, das war doch hier. Ach nee. War das wirklich hier? Nein, das war doch der Raum mit der Shotgun. Wo war denn das jetzt? Ah, das war aber hier. Für die eine Tür brauchen wir den kleinen Schlüssel. Moment. Für die eine Tür brauchen wir den. Für die Tür hier unten. Ja. Ich weiß wo. Hier! Möglicherweise kann ich mit einem alten Schlüssel aufschließen. Ja. Sie haben den alten Schlüssel verwendet. Danke. Wo geht's da nochmal hin? Wo geht's da nochmal hin? Ach, da geht's raus. Da geht's raus, ne? Ich hab die Befürchtung, dass da Hunde sind. Das sind tatsächlich Hunde. Oh Gottes Willen. Ja, ja. Okay, wir haben hier Kräuter. Jede Menge! Kannst du das mitnehmen? Guck mal, da liegt doch was. Öff. Aber... Nee. Aber wir haben hier Kräuter. Moment. Wir können ja zumindest mal... Die Hunde. Ihr macht mir Angst, wirklich. So, das heißt, wir haben hier ein volles Kraut schon mal. Kombiniere damit so. Das sieht auch wieder genauso aus. Dient der Vollheilung. Hier liegt wieder ein Kanister. Okay. Ja, tut... Nee, das können wir halt nicht mitnehmen, weil wir brauchen einen Inventarplatz. Ja, das ist das Problem mit Chris, Freunde. So, jetzt kommen die Hunde bestimmt rein. Okay, oder auch nicht. Sehr interessant. Oder auch nicht, ja. Dann gehen wir halt wieder zurück. Dann machen wir da mal in dem nächsten Stockwerk weiter. Ach, jetzt geht doch. So, hier durch, verdammt nochmal. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Ich bin ein bisschen angespannt bei dem Spiel tatsächlich. Geht's hier weiter? Da geht's sogar weiter, okay. Da kann man raus, da hinten ist zu. Da ist ein Zombie. So, dann versuche ich das doch jetzt mal. Na, 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 na. Oh Gottes Willen! Na, mach eh, komm. Dolch. Okay. Puh, danke. Okay. Dann können wir jetzt hier mal das verwenden. Genau, sicher ist sicher. Und dann verbrennt er. Ha, seht ihr das? Ich traue mich nicht so nah da dran. Aber der ist jetzt endgültig tot. Okay, wunderbar. Das ist jetzt der Zombies Geschichte. Was ist denn das jetzt hier nochmal? Ach, da geht's raus. Okay, da geht's raus. Das können wir ja mal überprüfen. Ne? Also,
Dieser Zombie wird nicht mehr aufstehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach, hier war doch... War hier nicht das Rätsel? Hier war doch... Hier war das Rätsel, oder was? Ah, Hunde. Toll. In der Einbuchung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Oh Gott, ja natürlich. Ich hasse diese Hunde. Alter! Jetzt geh weg! Geh weg! Der reißt wieder hier an mir rum, ne? Oh, Junge. Warnung. Ja, toll. Ich hasse diese Hunde. Die sind irgendwie schwer zu treffen. Ah! Jetzt geh doch weg! Die reißen aber auch lange an mir rum. Warnung. Ich lauf einfach. Ich weiß nicht, wie man die Hunde hier erledigt. Boah, ist das hart. Ist das hart, Freunde. Also die Hunde, nicht schlecht. Boah. Die reißen aber auch lange an einem rum, ne? Jetzt sind wir, was ist das, gelb, ne? Na toll, jetzt. Ich dachte, das wäre orange. Jetzt habe ich... Kein Kommentar. Ich habe einfach... Ganz krass, die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Ganz krass jetzt eine Heilung. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Dispensers ist in die Tür eingraviert. Okay. Ganz klar, ein rotes Kraut verschwindet. Ich Idiot. Gut, aber nicht schlimm. Wir haben ja hier vorne. Habe ich schon die Kiste gepackt, ne? Dann heilen wir uns mal eben. Heilen wir uns mal eben. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, es gab was zu essen, deshalb. So, wo wir schon mal hier sind im Safe-Raum, können wir doch eigentlich den Kanister auffüllen. Genau. So. Es ist noch etwa die Hälfte des Kerosins da, aber ihr kennt das Preis. Okay. Es war jetzt 10 Minuten oder wäre es schon, die ich weg war. Ich glaube, wir wollten nach oben, war das richtig? Ich glaube ja, weil wir hatten doch irgendwo noch einen kleinen Schlüssel. Alter! Wow. Das war krass. So, dann schießt ihn kaputt. Der muss auch sterben. Hallo? Ah, okay, mit Köpfer. Sehr gut. Kerosin gespart. Ist doch auch gut. Okay. Ich meine, wir haben ja im Moment genug Munition. Ne? Rennen ohne Heilung rum. Der Türknauf, ne? Hat keinen Griff, sie können nicht durchgehen. Ja, genau. Das kenne ich noch aus dem Original. Da können wir nicht rein. Okay. Dann... Ah, aufgeschlossen. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich fragen darf? Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir... Ah, der andere Bereich. Holzpasspartout. Was ist denn das? Lass mich mal runter. Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Das kann man aber aufmachen. Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Aha. Okay. Muss man das vielleicht anzünden? Nö. Okay. Hätte ich jetzt... Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Sie spüren die Wärme des Lichts auf ihrer Haut. Als sie näher kommen. Boah. Okay, das ist dieser Gang hier. Gut. Hier kommen wir rein, scheinbar. Direkt rein. Gott, was ist hier? Ich schieße. Nichts, okay. Da liegt aber was. Ich finde es gut, dass diese Items so wie bei Resident Evil Zero aufblinken. Eine Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde.
Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten OG an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollten Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegensatz für Ihre Hilfe konnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Aha, wir haben das eine Hundepfeife. Wenn man sie bläst, erzeugt sie Frequenzen, die nur Hunde hören können. Mit dieser Pfeife können Sie einen Hund herbeirufen. Ja, aber warum sollte ich das tun? Na gut. Ein altmodisches Grammophon und die Schallplatte ist die Jupiter. Aha. Oh, ist alles sehr... Das kennt man ja, ne? Botanik. Vielleicht ein medizinischer Kräuter. Ja gut. Das geht über die Kräuter. Ich glaube, das ist bekannt, ne? Grün ist zur Heilung, rot ist eine Vollheilung. Blau ist für Giftheilung. Kräuter, ne? Ich glaube, das wisst ihr. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Okay, schade. Das ist alles sehr düster hier, ne? Alles ein bisschen sehr dunkel. Aber gut, ist halt so gewollt, ne? Ist hier auch irgendwo Munition oder so? Nö. Bücher über die Völker der Erde. So, hier können wir dann raus. Und dann könnten wir... Genau, wieder dahin. Aber will ich das? Na, komm. Dann schließt sich einmal der Kreis, dann sind wir wieder hier an der Stelle. Okay. Gut, dann gehen wir wieder hier hin rein. Und erkunden das Haus mal weiter. Ah, da habe ich gerade einen Frosch im Hals gehabt. So, dann war das ja hier, ne? Nee, gar nicht wahr. Wir waren hier hinten, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Doch, da ist noch was in dem Raum. Hä? Da ist noch was. Wartet mal. Was ist denn da jetzt noch? Irgendwas habe ich da noch übersehen. Finde ich nett, dass sie uns das auf der Karte sagen, ne? Wenn wir irgendwas übersehen haben. Sehr interessant. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas hier in der offenen... Ah, hier vielleicht. Bücher über die Völker der Erde. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt es irgendwo noch irgendwas. So. Ah, okay. Munition. Danke. Können wir sehr gut gebrauchen. Haben wir hier alles? Jetzt haben wir. Oder? Jetzt haben wir alles. Sehr schön. Dankeschön für die Munition. Ist sehr gut gebrauchen. Okay. Dann wieder raus hier. Sehr schön, alles klar. Dann. Genau, da haben wir den abgehakt. Die große Tür hier vorne ist scheinbar zu. Verschlossen. Rüstungssymbol. Okay. Oh, was ist das da hinten? Ist das da irgendwas für uns? Hier auf dem Boden da? Ich habe da doch was gesehen. Nö, das sieht einfach nur so aus. Okay. Okay. Hier gibt's noch... Ja, okay. Kann man das verschieben? Nein, kann man nicht. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Wir sind aber an einer Tür vorbeigelaufen. Können wir mal probieren, was wir hier brauchen. Verschlossen, ein Rüstungssymbol. Okay. Die mit ihrer Rüstung. Ah, Schwertschlüssel verwendet. Sehr schön. Das heißt, wir können hier weiter. Ja, wunderbar, Mensch. Ach so, ach ja, okay. Das ist jetzt einfach die Abkürzung. Ah, ja, okay. Das heißt aber, wir können jetzt nochmal zurück. Noch einmal den Gang komplett durch. Weil dann ist da hinten nämlich noch eine Tür gewesen, wo wir noch nicht waren. Genau. Gucken wir uns die jetzt erstmal nochmal an.
So. Einmal hier komplett durch. Genau hier vorne. Und ja. Machen wir mal weiter hier. Ach, ja, doch, ist okay. Können wir hier durch einfach. So. Ja, so ein bisschen kommt das Haus wieder in Erinnerung. Aber, naja. So richtig gut auch nicht. Die ist ja zu. Hinten, die geht auf. Hier, die, da kommen wir rein. Genau. Bin ich mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Ungeprüfte Tür hier. Okay, noch mehr Kräuter. Boah, wir kriegen verdammt viele Kräuter. Der finstere Wald scheint endlos. Hier scheint es keine Häuser zu geben. Ja, das ist mitten in einem Wald. Was haben wir? Das haben wir schon von Ende, am Ende von Resident Evil Zero. Ein leerer Kamin. Kamin? Jawohl! Ah, das ist die Stelle mit der Karte. Schaut mal. Das gab's auch im Original. Die eingerissenen Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Ja, kannst du die nicht... Kannst du nicht die Karte nehmen? Das ist doch eine Karte. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum du das jetzt nicht machen... Glühen in der Hitze rot. Ja. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein Bild eines halbgebauten Hauses. Es sieht sehr wie dieses hier aus. Ja, Glühen in der Hitze rot. Ja, aber was machen wir denn da? Irgendwie müssen wir doch an die Karte kommen. Ah, wartet! Ich habe eine Idee. Dieses Holzding. Ha! Ich wusste es. Ah, dafür ist das. Okay. Da ist eine Karte von Villa Erstes. Okay, ja. Danke. Boah, das ist schon riesig, ja. Krass, krass. Aber okay. Ich denke, wir können jetzt hier wieder runtergehen. Schreibmaschine, Inventarbox. Ja, wir gehen jetzt nochmal zur Kiste. Entladen uns nochmal. Sie haben die Karte von Villa Erstes. Okay, dankeschön. Ich würde gerne die Kräuter mitnehmen, ne? Zeige es uns auch auf der Karte noch rot an, wenn wir die Kräuter nicht mitnehmen. Ja, zeigt es. Hey, das ist echt... Das ist ein gutes Feature. Muss ich sagen, weil dann sieht man direkt, wo wir noch nicht waren. Da ist ein Rüstungssymbol. Die mit ihrer Rüstung. Also wirklich. So, hier kann man direkt runter ohne Ladesequenz. Finde ich gut. Dann können wir hier nochmal das Zeug ablegen, dass wir hier wieder zu viel haben. Mensch, Chris, du kannst aber auch nichts tragen, ne? So. Diese Hundepfeife. Naja, obwohl, so viel Zeug können wir hier gar nicht ablegen. Dann. Im Osten des ersten Obergeschosses. Wartet mal. Im Osten des ersten Obergeschosses? Ach, da der Bereich. Draußen. Okay. Kommen wir da jetzt hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Kommen wir da jetzt hin? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Okay. Ja, das heißt, wir müssen einmal wieder zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben. Geht schneller. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich denke mal... Machen wir die Sache mit der Hundepfeife? Nee, die können wir noch gar nicht machen, glaube ich. Wir müssen erstmal noch die letzte Schwerttür finden. Ach, wo war die denn jetzt nochmal, Mensch? So, einmal hier nochmal komplett durch. Der Schatten, ne? Der erschreckt mich voll. So. Da müssten wir jetzt in der Haupthalle sein. Genau. Okay. Und dann war doch hier jetzt das Schwert, oder? Verschlossen. Rüstungssymbol. Hä? Die andere ist von der anderen Seite verschlossen.
Ah, vielleicht in dem Gang da hinten, okay. Gucken wir nochmal. Also wie gesagt, so ganz hundertprozentig kenne ich das Haus auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt die letzte Schwerttür ist. Ich meine, wir können ja hier sowieso... Wartet mal, wo ist der Zombie? Er ist da hinten, okay. Der schlufft da hinten rum. Lass den mal da hinten her schluffen. Kann man hier jetzt rein? Ah, den Schwerschlüssel verwendet. Sehr gut. Ist klar. Das heißt, wir können hier ein neues Gebiet erforschen. Ich höre Zombie-Geschluffe. Ich sehe zwar nichts, aber ich schieße einfach mal. Ich vertraue da ganz dem Auto eben. Ah, das Gebiet. Okay, ja, ich weiß. Hier in der Nähe ist auch ein Safe-Raum, glaube ich. Okay, dann. Hallo. Da, auf den, genau. So, dann hier. Die müssen auch weg, diese Zombies. Die müssen unbedingt verbrannt werden. Okay, lad nach. Schneller. Jawohl, Körper. Sehr schön. Und der hier blutet zwar, aber der muss trotzdem einmal verbrannt werden. So, und schnell weg. Weil davon kriegen wir Schaden tatsächlich. So, der ist verbrannt. Wunderbar. Das heißt, die stehen jetzt nicht mehr auf, die beiden. Gut. Hier müsste eigentlich in der Nähe, unten müsste eigentlich ein Safe-Raum sein. Helm ist eingraviert. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Kommen wir hier echt schon rein? Ah, okay. Das öffnet sich alles in einer ganz anderen Reihenfolge. In diesem Bereich sind wir nämlich nie reingekommen beim Original. Okay. Aber was wollen wir hier? Erstmal nichts. Erstmal nichts. Erstmal nochmal runtergehen hier. So, die Zombies sind ein für alle Mal weg. Kommt hier eine Ladesequenz? Nein, kommt hier auch nicht. Okay. Wartet mal, hier waren doch Zombies. Ja, genau. Der grapscht doch jetzt nach mir hier. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Ja, der wird aufstehen. Voller Blutflecken. Hier ist doch ein Safe-Raum. Daran kann ich mich erinnern, dass das hier ein Safe-Raum ist. Yes. Wunderbar. Genau, das ist dieser Serenraum hier. Hier sind Seren. Gibt es verschiedene Arten von Seren, genau. Viele haben eine besondere Farbe. So, gucken wir mal in unsere geliebte Kiste rein. Aber nö, ich renne immer noch ohne Heilung rum. Das ist geil. Aber... Natürlich gibt es hier was, ne? Eine alte Schreibmaschine, ja. Okay, du hast keinen Verband. Ein zerwühltes Bett. Himmelswillen. Hier gibt es verschiedene... Ja, okay. Die Seeren. Was kann man denn hier noch machen? Das Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sie noch nie gesehen haben. Viele haben die Farbe gewechselt. Ah ja. Ja, Schreibmaschine? Ja, aber irgendwas gibt's hier. Irgendwas ist hier rot. Ah, scheinbar doch nicht. Oder vielleicht einfach mal hier... Ah, die Kamera! So, hier links dann nochmal? Nö, das ist nur voller Pillen. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch einmal kurz raus. Noch 5 Minuten. Da schaffen wir noch 1, 2 Räume. Und genau dann... Was ist das da? Das Bild da? Ich dachte da nichts zu. Okay, haben wir doch hier. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Oh nein. Okay. Ah, da ist jetzt nichts mehr. Okay. Oh nein. Kommt was reingesprungen? Okay, Gott sei Dank. Verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Ah, okay. Verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Okay, das heißt, hier brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Dann gucke ich nochmal ganz kurz oben, ob wir da noch was machen können.
Ansonsten sind wir schon am Folgenende angekommen. Ich finde den Sound von der Treppe so geil. Klack, 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 klack. So, mal gucken, ob wir hier hinten jetzt... Weil da ist noch was rot. Da müssen wir noch irgendwas tun. Ja. Ich glaube aber, das waren Kräuter. Waren das Kräuter hier? Das waren Kräuter, oder? Hier durch. Die können wir noch kurz aufnehmen. Das waren doch Kräuter, oder? Hä? Hä? Moment. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Ah, ja. Seht ihr? Das sind zwei Kräuter. Ja, toll. Schon wieder voll hier. Verdammter Mist. Chris, du hast echt zu wenig Itemplätze. Da müssen wir dann nochmal... Nochmal kurz in den Speicherraum und dann nochmal kurz zurücklaufen. Ja, in dieser Folge werde ich dann jetzt tatsächlich nur noch das Kraut holen. Aber ist ja... Hier sind ja keine Ladesequenzen, es geht ja flott. Wieder der geile Treppensound hier. Klock, 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 klock. So. Ach, ich bin froh, Freunde. Ich bin einfach froh, dass dieses Spiel so gut läuft. Und dann bin ich mal gespannt, was wir beim nächsten Mal machen können. Weil wir auch das Gold-Emblem finden hier, ne? So, dann machen wir mal die Hundepfeife raus. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen das Zeug eigentlich. So, dann macht das grüne Kraut raus. So. Und dann werde ich jetzt nach oben gehen, das grüne Kraut holen. Und dann hier abspeichern. So machen wir es. Klack, 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 klack. So. Perfekt. Ach, diese Kameraperspektive. Ich liebe es. So. Gucken wir nochmal hier. Einfach direkt hier durch. Da. Da ist es doch schon. So, haben wir dann hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Grünes Kraut. Da haben wir nichts mehr. Genau, dann ist das sauber. Aber wartet mal, was ist denn hier? Hier vorne ist noch irgendwas, scheinbar. Was ist denn hier noch? Machen wir mal die ganzen roten Bereiche sauber. Ach du Scheiße. Oh nein, keine Vögel bitte. Keine Krähen bitte. Wer hat das Fenster aufgemacht? Ach ja, das Kraut. Okay. Das Kraut. Kannst du das mitnehmen? Grünes Kraut mit. Ja, danke. Okay. Jetzt haben wir aber nichts mehr, oder? Nee, wunderbar. Okay. Ist doch hier eigentlich auch ein... Nein, hier war nicht. Wer hat denn das Fenster aufgemacht? Guck mal da oben. Guck mal da oben links. Unsere gefliederten Freunde hier. Wer hat das Fenster aufgemacht? Naja, gut, egal. Okay. Dann gehen wir noch schnell in den Speicherraum zurück. Das ist ziemlich laut hier. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir nächstes Mal weiter. Obwohl ich schon sehr gespannt drauf bin, wirklich. So, hier rein. Und tja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen, natürlich. Erzählt gerne weiter den Kanal, wenn ihr mal ein paar Freunde habt oder so, die auch auf alte Games stehen. Immer gerne. Und ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht hier beim nächsten Mal. Das ist wirklich interessant. So. Legen wir noch kurz ein Kraut ab. Ah, das Farbband natürlich noch. Farbband brauchen wir. So. Und, ja, wo ist die Schreibmaschine? Da ist die Schreibmaschine. Ja, die Schreibmaschine, so, Farbband verwenden. So. Wir haben schon viermal gespeichert. Medizinischer Lagerraum. Was? Speichern beendet? Wir haben aber doch gespeichert, ja. Okay. So, okay. Gut. Wie gesagt. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag.
ne? Tschö, tschö.